And welcome back, folks. Welcome back to another and maybe the final episode of Let's Play Woodruff and the Schnibble of Azimuth. When we last left off, we found a very important message from Professor Azimuth telling us about our where are we coming from and who our parents are. Namely, if you watched the last episode, you will have learned that Woodruff is actually part human, part Butzuk. Yes, that is the reason why his parents would force all the city, causing the professor to adopt Azimuth. Okay, now let's rescue the professor. Da muss doch verflixt irgendein Ausgang sein! Da gibt's sicher einen Trick! Yes, and as Woodruff correctly observes, there must be a trick in order to gain access to his cell. And what spell might we use to find this trick? Of course, our side formula, giving us insights and other sides. And da-da-da-da, there is the professor in his cell, which strangely enough has a laboratory in it. So I suppose the Bigwig or the Obersack wanted to Professor Azimuth to continue his studies, but of course with the restriction that no one else learns about them. Okay, let's talk to him. Let's rescue our father or us. Entschuldigen Sie, junger Mann. Man sagte mir, ich würde hier den Professor Azimuth finden. Kennen Sie ihn? Aber das bist doch du, Woodruff. Ich bin Professor Azimuth himself. Bin glücklich, dich wiederzusehen, Sohn. Wundere dich nicht, dass ich so jung bin, trotz meiner Knebelschaft. Ich setze meine Forschungen über die Zeit fort. Auch du hast dich verändert. Letztes Mal, als ich dich gesehen habe, warst du ein Steppke, der nur babbeln konnte. Okay, that's the professor. His appearance has changed a bit because he used his devices, which somehow cause aging in reverse, and applied it to himself. So he's now younger than before, but he seems to be in good health. Let's talk to him again. Aber Sie sind ja mein Vater! Vater! Oh. Wie geht es Ihnen? Ich habe Ihre Nachrichten bekommen und werde Sie befreien! Glückwunsch! Du hast meine Hoffnungen weit übertroffen. Aber es ist noch nicht vorbei. Das Schlimmste steht noch bevor. Der Obersack muss weg. Ich kann bleiben, wo ich bin. Hier bin ich sicher, da der alte Gurgelabwürger mich braucht, um ihn zu verjüngen. Er ist verdammt gealtert, seitdem er vom Bösen besessen ist. Nimm diesen Wiebelfrotzer. Er ist es, der dich frühzeitig zum Mann gemacht hat. Du kannst ihn gegen den Obersack einsetzen. Hm, interesting. Yep. He gave us a device, namely the Wiebelfrotz. Or Wiebelfrotze, which was the sort of headphone which we saw in the very first cutscene of this game, which the professor put in our head when he was abducted by the Obersack. And that was the device which caused aging of Woodruff, and he also told us that the Obersack needs him, that is Professor Azimuth, because he's aging very fast, that is the Obersack ages. So he, and that's probably what we have to do in order to defeat him. We'll have to use the Wiebelfrotzer in order to cause him age faster. Okay, but let's see if we can talk to him again. He also said that he's safe where he is, so we are going to do the final battle. Yes, Woodruff. Let's talk to him one more time. Ich hab schon einiges geschnallt, brauch aber noch ein paar Erläuterungen. Gut, hör mir zu. Alles fing an, als die Menschen die Butzuk überfallen haben, um sie gnadenlos zu unterjochen. Sie stahlen die Würde und alles andere auch. Einige haben mir bereits davon erzählt. Die Menschen haben ihnen sogar ihr wunderbares Schriftsystem geklaut.
Genau, aber die Butzugs hatten diesen Schatz, der ihr Volk völlig friedfertig machte, da ihr Bewusstsein vor dem Bösen geschützt war. Es gelang ihnen, das Böse in den heiligen Sprotz noch zu leiten und einzusperren, bei ihren echt okkultischen Zeremonien, die von den Mächtigen zelebriert wurden. Okay, there was some background about the causes of the disruption of the Butzug culture. He explained how the Sprotznog, the device which we have in our inventory, was used by the Butzug to trap evil forces, causing the Butzug society to live in peacefulness. Well, until the humans came and destroyed everything. Ach ja, der berühmte Rat der Weisen! Und der Sprotznog, wurde der auch geklaut? So ist es. Der Sprotznog ist während der großen Plünderei verschwunden. Dann vergingen die Jahre. Eines Tages übernahm die rechte Backe des Präsidenten, besser bekannt als Obersack, eiskalt die Macht und etablierte so eine Art Diktatur in unserer Stadt, indem er den Präsidenten aus dem Verkehr zog. Ah, ich raff's. Das ist das sogenannte Zeitalter des Biestes. Aber was hat den Obersack dazu gebracht, so zu handeln? Nun, ich nehme halt an, der Sprotznog wurde gefunden und aus Versehen vom Obersack aufgemacht. Daraufhin breitete sich das Böse überall aus. Eine Welle des Vergessens erfasste die Butzug-Weisen und raubte ihnen nach und nach die Macht, die es ihnen erlaubt hätte, das Biest zu bekämpfen. Yes, and in the turmoil of the war, the Sprotznog got lost until it was inadvertently opened by the Obersack. Something which we already heard from Mrs. Volland Ganz. The Obersack then basically made a coup d'etat against the president and established a dictatorship. Genau in dem Moment haben Sie eingegriffen, stimmt's, Vater? Ja, während meiner zahllosen Kontakte mit den Butzug habe ich dieses Volk kennengelernt und bekam Lust, ihnen das zurückzugeben, was ihnen gehörte, vor allem die Hoffnung. Das war der Grund für meinen Vortrag über den Schnippel, ein mystisches Konzept, das eine Zeit des Friedens und der Harmonie verspricht. Aber damit haben Sie doch riskiert, den Zorn des Obersacks auf sich zu lenken. Der Beweis ist, dass er Sie entführt und eingekerkert hat. Ja, aber das hatte ich eingeplant. Ziel war es, günstige Bedingungen für das Auftreten einer positiven und kreativen Kraft zu schaffen. Das hat toll geklappt, da wirklich alle, Menschen wie Butzug, den Schnippel sofort für sich in Anspruch nahmen. Es fehlte nur der kleine Funken im Pulverfass. That's actually quite interesting. If I understand correctly, the Schnippel is actually an invention of Professor Azimut. It was sort of, well, it seems that it was nothing more than a propaganda device, which created with the intent of establishing a sort of not really uproar, but positive conditions enabling revolution. And that seems to have been successful. Yes, so the Schnibbel, there's actually nothing. It seems that, well, as I said again, the Schnippel is actually an invention of Professor Azimut. It was actually the Sprotznog that we needed to create in order to bring and to find in order to re-establish the Butzug culture. Okay, well, it's quite difficult to translate this stuff from one language into another if you don't speak that other language so well. But anyway, let's talk to him one more time. Sprechen Sie etwa von mir, Woodruff? Vollkommen richtig. Ich habe dich in aller Eile aufgenommen, da du, wie deine Eltern, ein gemischtes Mensch-Butzug-Paar den fiesen Biestern vor der Stadt vorgeworfen werden solltest. Ich las in deinen intelligenten Augen deine großen Fähigkeiten. Du warst etwas jung, aber das war nur eine Kleinigkeit für meine Wiebelfrotzer. Also bin ich letztendlich nur ein Werkzeug in ihren Händen gewesen, oh. Vater. Nein, du allein hast gehandelt. Geh, sei ohne Furcht. Hast eine tolle Zukunft. Yes, and the professor intended us specifically to lead this revolution.
I think this has been the last dialogue that we can get. Ach ja, der berühmte Rat der Weisen. Yes. Und der Sprotznock, wurde der auch geklaut? We have heard everything which we can, actually. I'm not quite sure why we ever got that Butzuli. But it seems that we are going for the final boss battle now. I don't think that I actually, in my first playthrough for this game, rescue Professor Azimuth, because you can actually complete this game without doing so. I think, at least. Okay, well, actually, before we go to the final boss battle, let's try to do something else, because we are almost out of time. Anyway. Okay, I have a vague idea where you might use that Butzuli. But you know that the Butzuli gives back strength. And who needs strength? Obviously something who has to work very hard. And that Butzuk, as the German description says, ein Butzuk, der sich tot arbeitet, is working himself to death literally, so he might enjoy this. Oh, he wouldn't. Okay. Let's see, where else could we use the Butzuli? Maybe give it to the sad Butzuk? That would be another idea. Let's try that. Just walk over there very casually. It's not as we would be trying to save the city or something like that. Okay, you can't give him the Butzuli. Could you actually use the formula for happiness? Oh my god, I can't remember how do we cheer up the artist again? I actually can't remember. Oh my god. Oh. Okay, let's try to use the diagnosis formula. I'm just trying to waste time, in case you wonder, because I don't want to go to the final boss battle yet. But how did we cheer up the artist? I can't remember. Oh my god. Oh. I thought that there was a formula for happiness. But there isn't. Okay, time's run up. So I think I'll just end this video here. Unfortunately, I did not figure out where to use that item. But besides that, I'm happy that we found that additional information about his parents and that we rescued the professor. So we only need to fight the Oberlock, and this we will do in the next video. So until next time, folks, until then.